Für Suni Melles ist Ungarn Heimat, obwohl sie hier nicht geboren worden ist und auch nie hier gelebt hat. Ihre Eltern sind 1956 in den Westen geflohen, aber sie haben ihrer Tochter die ungarische Seele mitgegeben. Wenn ich die Sprache höre, dann weine ich vor Glück, wenn ich jemanden Ungarisch sprechen höre oder die Musik, auch ungarische Musik. Der Maler István Nádler wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe des Plattensees und wird heute zusammen mit Suni Melles ein Bild malen. Noch nie durfte ihm jemand bei der Arbeit zusehen, geschweige denn an einem Bild mitarbeiten. Denn er braucht für die Ausführung seiner Ideen Ruhe und Konzentration. Meine Bilder entwickeln sich im Spannungsfeld zweier Pole. Einerseits den Gefühlen und andererseits dem Bewusstsein, dem Verstand. Ich verbinde die Gegensätze durch Spiralen, dadurch kommen sie in Bewegung und auf eine höhere Ebene. Suni Melles möchte Istvans Muse sein, ihn inspirieren und vielleicht ein klein bisschen mitarbeiten. Ich werde ein Teil seines Bildes, weil ich ihm dabei zur Seite stehe. Mit dem Künstler fühlt sie sich sofort verbunden. Servus, Suni. Köszönöm szépen, István. Nagyon csodálok. Suni Melles hat sich gut vorbereitet. Aber wer hat ihr gesagt, dass man zum Malen einen Bademantel trägt? Oh, da muss ich die Schuhe ausziehen. Wahrscheinlich denkt István jetzt, dass sich alle Menschen in Westeuropa zum Malen entkleiden. Sag was ich falsch mache. Nee, alles gut. Gut. Warte mal, hier ist noch gelb. Dann kommt die schnelle Suni und alles ist grau. Schön. Huhu, jetzt bin ich auch schon grau, ne? Okay. István? Das ist gut, okay. Fertig. Fertig. Suni Melles ist eine Prinzessin zu sein, Wittgenstein sein. Sie sieht aus wie ein Zauberwesen aus einer anderen Welt. Aber sie kann auch zupacken. Soll ich was halten? István Nádler hört sie nicht mehr. Er konzentriert sich auf seine Spiralen und die Schauspielerin ist ergriffen und schweigt. Ich bin weiter seine Muse, okay? Ja. Natürlich, sehr gerne. Waren Musen früher ausschließlich für die Inspiration der Künstler zuständig, sorgen sie heute auch mal für heiße Luft. István Nádler malt gleich die letzten Kreise auf sein Bild. Für ihn ist das ein Moment, in dem er alles, was er fühlt und alles, was er denkt, in einer Bewegung bündelt. Suni Melles ist dankbar, dass sie István Nádler bei der Entstehung des Bildes begleiten durfte. Und auch für ihn war die gemeinsame Arbeit eine schöne Erfahrung. Es war abwechslungsreich und sehr aufregend. Über den Weinbergen am Plattensee liegt Abschied in der Abenddämmerung. Servus. Edisch. István. Viszont látás. Und vergiss Ungarn nicht, Prinzessin Suni.